Wir sehen hier die Nummer 1 und die Nummer 3 der Welt, Seite an Seite in Rot, Li Xiao Xia und Ding Ning. Gegen zwei Landsfrauen, für die es ein großer Erfolg ist, hier ins Finale vorzustoßen. Die sind in der Pro Tour Rangliste die Nummer 20 im Doppel. Fan Ying und Wu Yang, die beiden in Blau, jetzt links zu sehen mit dem dünkleren Hahn, gerade am Ball gewesen. Fan Ying ist eine Spielerin, die heuer in Österreich tätig ist. Hier sehen wir sie. Und zwar beim SVS Ströck, bei der Damenmannschaft des SVS Niederösterreich, an der Seite von Li Jianping und Andrea Dodian aus Rumänien. Und sie haben sich für heuer vorgenommen, die Champions League zu gewinnen. Sind in der Damen-Champions League auch auf Nummer 1 gesetzt. Das heißt, die großen Favoritinnen auf den Champions League-Sieg und das gleich in der ersten Champions League-Saison der SVS-Damen. Bis jetzt ist dieses Doppelfinale eine relativ eindeutige Angelegenheit für die topgesetzte Paarung. Für Ding Ning und Li Xiao Xia. Sie haben die ersten drei Sätze glatt gewonnen. 11 zu 6, 11 zu 7 und 11 zu 7 führen also mit 3 zu 0. Jetzt auch schon wieder mit 4 zu 0 vorne. Können also in diesem Satz bereits für die Entscheidung sorgen. Fan und Wu, ein Doppel, das auf Verteidigung ausgerichtet ist. Sie sehen es hier. Ziemlich die stärksten Verteidigerinnen der Welt. Schöner Angriff jetzt von Fan Ying. Dennoch der Klasse, der individuellen Klasse von Ding Ning und Li Xiao Xia bis jetzt in diesem Finale klar unterlegen. Die beiden haben den World Team Cup 2009 mit China gewonnen, sind Asienmeister 2009 und haben heuer auf der Pro Tour zwei zweite Plätze zu verzeichnen in China und in England. Ja, beim Versuch, den Angriff zu starten, das Tempo zu wechseln, von der Verteidigung in den Topspin überzugehen. Fehler von Wu. 6 zu 2, der jetzt schon sehr bedenkliche Zwischenstand im vierten Satz aus der Sicht von Wu Yang und Fan Ying. Die sind ganz gefährlich tief unter dem Tisch genommen. Da sieht man nicht gleich den Schnitt, mit dem die Spielerin spielt. Und die Verteidigung auch schon zu kurz geworden von Wu. Der Druck zu stark von Ding Ning und Li Xiao Xia. Da ist fast nichts mehr dagegen zu machen. 7 zu 4. 7, 5. Gute Verteidigung, jetzt sind sie bis auf einen Punkt herangekommen. Fan Ying und Wu Yang, 6 zu 7. Schönen Angriff. Von Li Xiao Xia, die ja im Einzel-Semifinale ausgeschieden ist.
und dort gegen die jüngere Liu Shiwen verloren, die im Finale auf Ding Ding trifft, die hier eben auch im Doppelfinale steht. 8-7 jetzt der Zwischenstand für Ding Ding und Li Xiao Xia. Ah, der war schön. Herrlich gespielt von der Nummer 1 in der Damen-Einzelweltrangliste, Li Xiao Xia. Verteidigung an sich gut, zurückgeschupft von Ding und dann die Vorhand mit viel Übersicht und viel Gefühl zum 9-7. Ja, und wieder. Kaum ist die Verteidigung einmal ein bisschen zu kurz. Ist der Angriff zu erdrückend. Da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Damit 2 Matchbälle für Ding Ning und Li Xiao Xia. Ja, verschlagen von Ding Ning. Wundert sich das selbst ein bisschen. Aber einer bleibt noch. Bei Service Wu Yang. Wu Yang Nummer 15 in der Einzel. Verzeihung, Nummer 9 in der Einzel-Weltrangliste. Fan Ying Nummer 15. So. Service gut gegangen. Zweiter Matchball abgewehrt. 10-10. Na, Fehler von Fan Ying. Damit die Chance zum dritten Matchball. Für die Damen in Rot bei Service der SVS-Spielerin. Schöner Angriff. Schöner Angriff der Verteidigerinnen. Dritter Matchball abgewehrt. 11-11. Das war gar nicht so viel mit Kraft, mit Geschwindigkeit, sondern mit umso mehr Gefühl gespielt. Und die Belohnung dafür ist der vierte Matchball. Vorher allerdings ein Tight. Auch fürs Doppel gilt, was für das Einzel gilt. Wenn Chinesinnen auf Chinesinnen und auch Chinesen auf Chinesen treffen, gibt es kein Coaching, keine Bevorzugung dadurch für irgendwen. Aber immerhin im Doppel hat man die Möglichkeit, sich miteinander ganz legitim über Taktik und Varianten zu unterhalten. Es geht weiter mit dem nächsten Matchball für Li Xiao Xia und Ding Ning und Ging Gang Finan. Großen Applaus noch! Vierter Matchball. Für die Damen in Rot wohlgemerkt.
Und der Fehler jetzt von Wu Yang bringt ihnen den Titel bei den Austrian Open. Ding Ming, die Nummer 3 der Welt.